Was geht ab, meine Siefighter Oster hier und willkommen zur No Items Challenge. Richtig. Was machen wir da? Boss Rush Stage 5, allerletzte Boss Rush Stage ohne Items mit einem Fusion Team. GG! Oh nein, direkt verklickt, Müll. Egal, ich will auf jeden Fall versuchen, dir das Boss Rush, die Boss Rush Stage, die letzte Stage mit einem Fusion Team zu schaffen. Ihr habt mich nämlich die letzten Tage gefragt, ey, mach doch mal bitte den Boss Rush Stage mit, oder die Boss Rush Stage, ja, die letzte Stage mit einem Fusion Team oder mit einem Potara Team. Dachte ich mir, ja, okay. Ich war mir eigentlich relativ recht sicher, dass man es mit diesen Teams easy schafft. Deswegen dachte ich mir, ich gebe da noch ein bisschen Schmackes hinzu und mach das Ganze ohne Items. Ich habe keine Items mitgenommen, ist quasi eine No-Items-Challenge. Und wenn ihr mitmachen wollt, macht auf jeden Fall mit. Ich versuche auf quasi hier eine gute Zeit hinauszukommen oder so schnell wie möglich zu schaffen. Mein Team sieht folgendermaßen aus, ihr seht das unten rechts am Rad. Fusion Team, denke ich, also mit dem Potara Team bin ich ehrlich, in die nächsten Tage werde ich auch ein Potara Team bekommen mit No Items Challenge. Ich denke, mit dem Potara Team ist es einfach machbar und ohne Items. Mit dem Fusion Team ja, auch, aber ich denke, ein bisschen schwerer, weil man nicht so viele Fusion Charaktere hat. Was soll ich damit sagen? Mein Fusion Team ist hier nicht ein volles Team aus Fusion-Charakteren. Ich habe noch zwei Physisch-Charaktere mit reingenommen, nämlich Super Vegito und Vegito Blue. Wegen den Kontern, sie bekommen dann einen Zeitenboost, 90%, Ki plus 3. Sollte auf jeden Fall auch reichen hier an der Stelle. Aber Potara-Team wird auf jeden Fall richtig heftig sein. Darauf könnt ihr euch auch die Tage freuen. Mit dem Fusion-Team wollte ich auch probieren. Bin gespannt, neue Item-Challenge. Man braucht natürlich trotzdem Glück, das Team hat es in sich. Wenn wir die Transformation immer triggern in der richtigen Zeit, dann sollten wir nicht allzu viele Probleme haben. Wenn es nicht der Fall wird, könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber wir gucken einfach mal, wie es abgeht, Freunde. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, beziehungsweise die Idee dir gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, drückt jetzt hier auf den Abo-Button und welcome to the Club of OZ Fighter hier an der Stelle. Aber gut, anyway, jetzt kommen wir ein bisschen zur Ruhe. Konzentrieren uns mal ein bisschen auch, weil wir müssen auch auf jeden Fall darauf achten, dass wir hier eines oder anderes richtig machen. Nicht, dass wir viel Schaden bekommen. Weil an einem Fusion-Team ist das Problem, finde ich, waren da zu viele physische Charaktere. Aber es gibt ein, zwei Charaktere, die carrying das total solo. Dazu gehört Super Gogeta, eigentlich Stammkader. Super Gogeta, LA Gogeta, vierfacher Gogeta und dreifacher Gotenks. Also von den Jungs erwarte ich richtig viel. Mein Super Gogeta hier an der Stelle ist auf 100%. Mein vierfacher, dem fehlt ein Dupe, wenn mich alles täuscht, dann wäre er auch 100%. Gotenks hat ein Dupe. Ihr merkt schon, selbst die Fusion Charaktere, also ich will sie nicht schlecht reden. Das ist doch nicht, was ich vorhatte, sondern sie sind brutal. Sie sind 1A, vor allem wegen Stammkader. Nur haben wir leider trotz dessen wenig Auswahl an Fusion-Charakteren. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr. Aber gut, vielleicht ändert sich das in Zukunft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch hier keinen Support oder so mitgenommen. Ich habe full auf Angriff gesetzt, weil wir hier quasi eskalieren wollen. Wir haben keine Items. Wir wollen einfach die Gegner nehmen und sie zerstören. Achso, ja. Uns greifst du nicht an, wir kontern das Ganze. Let's go. Boom, High Kick in deine Fresse. Was schätzt du? Wie lange werde ich brauchen? Ich denke maximal 20 Minuten. Also falls wir es schaffen. Ich meine echt gute Dinge, dass wir es schaffen, so ist es nicht. Könnte vielleicht sein, dass es... Oh mein Gott, das Team ist krank. Vielleicht an ein oder andere Stelle etwas knapp wird. 6 Items und Heal oder so. Gucken wir mal. Aber ansonsten, ihr merkt schon. Ich glaube, wir werden sehr wenig Probleme haben. Anyway. Gucken wir mal trotzdem, was abgeht. Ich will das nicht hier zu schnell loben, zu früh loben. Ansonsten kriegen wir auf die Schnuppe. Kann auch passieren, auf jeden Fall. Wie sieht euer Potara-Team aus? Habt ihr irgendein Lieblingsteam? Wenn ihr sagt, okay, das Stammkader habe ich auch, nutze ich auf jeden Fall. Ich nenne es jetzt Stammkader, weil wenn man sie hat, ist auf jeden Fall ideal, wenn man sie nutzt. Ja, Super Gogeta Int, LA Gogeta, dreifacher Gotenks physisch, vierfacher Gogeta. Wenn ihr weder dreifacher Gotenks physisch noch Super Gogeta Int habt, dann könnt ihr natürlich auch Strength nehmen und Tech an der Stelle. Also Tech Gotenks und Strength Gogeta, die machen auf jeden Fall auch ihren Job in dem Team. Aber welche Charaktere nehmt ihr dann noch mit? Also nur ein Team-Shirk, das habt ihr gesehen, habe ich eigentlich eine Chance mitgenommen und einen Supporter. Hat sich gut getan. Aber jetzt für die Boss-Rush, weil wir hier richtig hart reinhauen wollen, habe ich mit Blue Vegito und Super Vegito 2 Konter mitgenommen, die mit Damage Reduction haben, die trotzdem ihren Job gut machen an der Stelle und auch gut tanken. Ja, weil ohne Items will ich auf jeden Fall hier so wenig Leben wie möglich verlieren. Oh, apropos so wenig Leben wie möglich. Das wird wehtun. GG, kaum sage ich's. 110.000. Wenn wir jetzt 6 Runden haben und sich fusionieren, wäre ich auf jeden Fall dankbar. Ich würde das auf jeden Fall annehmen, weil wir uns dann voll healen. Wir haben ja kein Heal-Items, deswegen würde ich so ein Heal hier und mal dort gerne annehmen. Also Freunde, jetzt Elegoeta, wenn sie sich fusionieren wollen, dann machen sie das bitte. Und natürlich Dokamod haben wir noch. Dokamod können wir auch benutzen mit dem Heal. Aber ansonsten habe ich gesagt, keine Items dabei. Bin echt drauf gespannt, wie das laufen wird, weil so ein Boss an sich kann schon lange dauern. Ja, es sind viele Stages. Schwere Gegner.
Wir brauchen ja total Impact. Deswegen bin ich auf FIFA drauf gespannt, was die Jungs hier machen. Und wenn sie mal hier kritten und auf ihre Ultis kommen und hier eskalieren, dann eskalieren sie auch. Vertraut mir, dann eskalieren sie auch. Das ist halt das Geile an dem Team. Wir machen weiter mit Omega Shenlong. Okay, jetzt haben wir einen. Ja, guck mal jetzt. GG, wir haben kaum Leben. Oh, geil, no Item Challenge. Wir haben halt kaum Leben. Wir müssen sie irgendwie hier auseinandernehmen oder wir werden auseinandergenommen. Ja, ich schaue die Devise. Will ich euch nichts erzählen. Naja, schauen wir, wie das Ganze läuft hier. Ja, natürlich kann ich mich healen, wenn ich hier natürlich Orbs desselben Typus einsammle. Wenn ich darauf achte, dann heal ich mich auch hier an der Stelle. Kennen wir ja zum Beispiel, wenn es viele Orbs sind, merkt man es. Wenn es wenig sind, merkt man es ja nicht, so wie jetzt zum Beispiel. Aber darauf sollte ich auch aufpassen auf jeden Fall und nicht einfach nur random Button klicken. Aber ansonsten sehen wir auch, in den ersten Stufen eines Events werden wir wenig Schaden bekommen. Hat es gesehen, 9. 9. Je. 9 Schaden, wir es töten ihn. Aber dann, wenn es schwerer und schwerer wird, also was ist schwerer, sondern den letzten Gegner bei den letzten Gegnern, hier jetzt speziell bei Omega-Stellung, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir ein bisschen mehr aufpassen müssen. Aber gut, in Sachen Key seht ihr schon, Fusion-Charaktere brauchen kaum Key, das ist, was ich gemeint habe mit dem Stammkader, finde ich sehr, sehr gut. Und wenn ihr dann Fusion-Charaktere mit reinnimmt, die ebenso Fusion-Charaktere sind mit Fuse-Fighter, dann braucht ihr euch im Key überhaupt keine Probleme zu machen. Und Gott sei Dank haben wir FIFA Gogeta. Gott sei Dank haben wir FIFA Gogeta und seine Konter. Es ist so geil, Mann. Ich liebe diese Unit, die ist brutal. FIFA Gogeta ist, guck mal, mit dem Konter fast 1 Million. 2 Millionen aufgerundet. Der ist am Arsch, diese Karte ist, die ist brutal, Mann. Geil, ich schwöre, geil. Das FIFA Gogeta ist richtig geil. Weg mit dir, ganz einfach. Ganz simpel. Und dann versuche ich auch, wie gesagt, ein bisschen hier so schnell wie möglich zu machen. Ich weiß nicht, wie oft. Ich glaube, so 15 Minuten sollten wir. Aua. Super Gita, bitte lass mich dich bewegen. Scheiße. Eine Ulti könnte auf jeden Fall wehtun. Aua. Okay, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Bitte ulten sie nicht. Wir brauchen Leben. Deokamon haben wir gleich, das wird uns ein bisschen Leben retten. Ihr merkt aber trotzdem, obwohl wir kein Item benutzen, Transformation triggert halt legit kaum. Würde triggern, aber wir haben noch keine 6 Runden erreicht. Erst danach triggert es sich. Oh my goodness. Super Gita ist halt, also bei allem Respekt, Super Gita auf 100%, haut rein wie noch was. Nicht nur durch seine Passive, aber auch so. Der Junge ist am Arsch, werden wir gleich sehen. Falls euch fragt, wie skippt man ins Super Gogeta? Oh, zwecks seiner Passive, da er immer sehr effektiven Schaden macht, geht man bei ihm auf Level 15 Additional Attack, Level 6 Crit, weil man dann ausrechnet, dass wenn er zweimal Additional Ulti macht, man auf mehr Schaden kommt. My goodness, das soll meine Charaktere bewegen. Aber bei dem Elegota physisch, da würde ich auf Level 15 Crit gehen, Level 11 Additional Attack kann man kommen. Warum? Denn er ist ja nicht immer transformiert. Nicht immer macht er sehr effektiven Schaden. Deswegen würde ich mich so entscheiden bei den Units, falls ich euch gefragt habe. Bei dem Strife Gogeta könnt ihr auf Level 20 Crit gehen, Level 6 Additional Attack oder auch 6 Passive, Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit. Ich bin da noch gespannt. Er sollte eigentlich seinen Extreme Zero Awaken bekommen und danach bin ich echt gespannt, was sie aus ihm machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann richtig reinhaut, auf jeden Fall. Wird vielleicht rankommen an Super Gogeta Ins. Von dem Attack Boost her glaube ich eher nicht, aber von dem Schaden her dann vielleicht doch wegen den Stats. Schwierig, schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass sie mir 120% auf den Angriff geben nach seinem Extreme Zero Awaken, dem. Oh my goodness, Moment. Oh, ich hasse Omega Shenlong dafür, dass wir uns nicht bewegen können. Weil ich. Oh, Mama mia. Ja, weil es dann Extreme Zero Awaken ist, es hätte keinen Sinn, wenn man dann Extreme Zero Awaken Unit quasi. Also es mit keine passiert, dann besser macht als quasi die bessere Unit. Ja, deswegen. Ich weiß, ich würde mir so vorstellen, so 80% Boost für den Extreme Zero Awaken Strength Gogeta würde, glaube ich, so hinhauen. Irgendwie sowas um den Dreh herum. Weil ich glaube, über 80 hat bis jetzt keiner bekommen. Ich meine, die schon 100 oder so hatten. Ich glaube, der Dreifer Goku, 120 hatte der? Hatte der 100? Ich glaube, 120, glaube ich. Aber Freezer hat seins bekommen, der hat sich nicht so viel geändert. Die einen konstanten Boost hatten, haben dann so ein 80% um den Dreh herum bekommen. Naja, egal. Wir schweifen ab, wollte ich gerade sagen. Wie viel Leben haben wir? Wir haben kein Leben danach. Oh mein Gott, Vegito Blue. Mit den Autodecks. Glaubt ihr, der bekommt so viel Schaden? Ich hoffe und denke nicht. Dokamot haben wir, weil nächste Runde healen wir uns dann.
Eigentlich sollte der das... Das sollten zwei Outer-Decks sein. Ich glaube nicht, dass Omega schon wieder ultet. Eigentlich sollte der 58.000 tanken. Wir heben uns nicht direkt danach nach dem Dokomon, sondern erst die Runde drauf. Oh je, deswegen schauen wir mal. Es sei denn, der brettert ihn hier zur Seite. Mit einem Crit wird es vielleicht gehen. Unser Friend hat einen Crit, der hat einen Dupe. Schauen wir mal. Mit einem Crit wird es vielleicht gehen. Ja oder nein? Crit? Es ist schon Ulti? Nein. Also... Warte, vielleicht mal, vielleicht habe ich ihn unterschätzt. Vielleicht wird ein Vegito Blue rausnehmen. Na, easy, yes, easy, komm. Auch unter 90% Lead, haut den hier zur Seite. Ja, hoffentlich, komm schon. Bitte, ja, bitte, Ulti, nein, ja, hallo, bitte. Legst du nicht drauf an, Mate? Okay, danke für die Ulti. Danke für die Ulti, aber danke für den kein Krieg. Hallo? Jetzt wäre ich sogar... Jetzt würde ich es sogar geiler finden, wenn er ihn nicht besiegt hätte. Weil wir uns dann mit der Transformation noch healen würden. Dann hätten wir zumindest Full Life und nicht, ich glaube, Hälfte oder so haben wir jetzt ungefähr. Nicht mal. Okay. Oh mein Gott, wir haben noch drei Gegner. Also wenn er... Oh, fuck. Gegen Ultimate Gohan. Sind wir, glaube ich, raus. No Item Challenge GG. Ich glaube, wir sind gegen Ultimate Gohan raus, um ehrlich zu sein. Glaube ich. Weil wir Typen-Nachteil haben. Die ganze Zeit fast. Vor allem in der letzten Runde. Okay. Schauen wir mal, schauen wir mal. Schauen. Ich will... Ah, wir brauchen halt die Transformation. Ich zähl mal mit. Runde 1, okay? Runde 1. Runde 1, okay? Runde 1. Oder ich spiele darauf, dass ich die Transformation absichtlich trigger. Schauen wir mal. Gogeta. Gegeta. Oh mein Gott, 3 Millionen, was ist da los? Die Ulti ist geil, finde ich. Die Ulti ist auf jeden Fall geil. Also gut, Runde 1 zu Ende. Runde 2 kommt jetzt. Runde 2, Runde 2. Okay, 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 okay. Ging physisch. Müll. Ah, wir müssen es auf jeden Fall fett healen. Ich tue absichtlich Super Ulti und nicht ganz nach links, auch wenn er Konter hat, weil der tankt, glaube ich, dennoch gut. Vor allem, wenn wir eine Ulti bekommen würden, tankt, glaube ich, Elevator besser. Deswegen schauen wir mal. Runde 2. Runde 2, yes, Runde 2 ist ein Ding. Die Schaden bekommen wir ja kaum was. Siehst du, das ist geil, halt. Wir bekommen nur von Ultis Schaden, um es, ja, so zu sagen. Trotzdem habe ich Angst gegen Ultimate Gohan in der letzten Runde. Wenn wir bis dahin eine Transformation bekommen, weiß ich nicht, ob das passiert. Weil die Jungs hauen den nicht, die hauen zur Seite. Wir sind erst in der Runde 2. Oh mein, ja, soll ich drauf spielen? Oder soll ich einfach nur hier kommen? Eskalation. Ja, es sieht nach Eskalation aus, ich kann mich nicht zurückhalten. Die Charaktere können sich zurückhalten. Runde 3. Tech-Type. Runde 3, ich glaube, ich gehe voll auf Eskalation. Scheiß drauf. Danach kommt nämlich, glaube ich, der Strength schon. Ja, was soll's kommen, was soll's. Ob wir gegen den Strength durchhalten? Oh mein Gott, das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Wir haben danach, glaube ich, nur physisch Charaktere drin. Oder Vierfang Gogeta. Wenn Vierfang Gogeta die Ulti dodgt, ja, Mann. Wir hoffen auf Vierfang Gogeta. Let's go. Let's go. Ah, komm, komm, komm. Bitte, bitte. Okay, der hat's überlebt. Ulti uns, wenn Ulti uns nicht, dann ist alles okay. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Danach sind wir Runde 4. Ich merke schon. Ich weiß, ob wir zwei Runden aushalten. Ich glaube, ich muss ihn halt komplett... Ich muss auf Crit und so hoffen. Komm her, Ultimate Gohan. Komm her. Vierfang Gogeta ist dabei? Ja, nein? Ja, ist er. Perfekt. Das könnte wehtun, ich will nicht lügen. Ich brauche Kritz und Ults. Jetzt gucken wir mal, jetzt bin ich gespannt. Wenn er ultet, dann bitte gerne Vierfang Gogeta. Oh, scheiße, bekommt er gut Schaden. Und dann auch bitte Kontern, Vierfang Gogeta. Gucken wir mal, let's go. No Item Challenge, was geht? Runde 4 oder 5 ist das, ich hab's total vergessen wieder. Kein Crit, nein! Keine Ulti-Scheiße. Heißt, ich bin mir sicher, der wird 100 pro Ulten in der Runde. Oh, als ob der das nicht macht. Entweder sind wir hier raus oder wir haben Glück. Warum crittest du nicht? Edition Ulti, bitte mit dem Crit. Irgendwas, eskalieren. Crit. Crit! Ist es in der Friend? Ja. Keine Ulti. Und wenn Gotenks einen Crit raushaut, Go, Tanks. Go. Komm schon, Gotenks. Wenn Gotenks eine Ulti bekommt, sind wir raus. Gotenks, du musst critten. Nehmen Sie den Crit an! Nehmen Sie ein Dupe an!
Warum Gotens? Warum, 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 warum Gotens? Oh. So viel zu der neuen Item Challenge. Hat Spaß gemacht, aber das meinte ich mit, dass es mit der Fusion wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird, weil ich überwiegend physische Charaktere hatte. GG. Egal, Freunde, hat trotzdem Spaß gemacht. Mit Items schafft ihr es auf jeden Fall, so ist es nicht. Ich wollte trotzdem da ein bisschen Schmackes geben. Die Tage sehen wir auf jeden Fall noch No-Items-Challenge mit dem Portal-Charakter. Und da habt ihr mein Versprechen, schaffen wir easy. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ja, ich kann nicht mehr reden nach dem Lose. Anyways, Freunde, bis dann, peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.